Jö, dann wollen wir doch mal ein paar Fließbänder stehlen gehen. Stopp. Das, wo ich das gerade so sehe, will ich das auch beheben. Die doofen alten Poles müssen weg. So. Da kann ich nicht durch, da kann ich durch. Wasser sammelt sich weiter. Available Performance ist überall auf 100%. Gut, 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 gut. So, hier. Oh, stimmt. Okay. Wo war ich? Das ist schon seit einer Weile da. Das ja, ist mir nicht wirklich aufgefallen. Vielen Dank für den Hinweis. Und das sieht einfach nur geil aus. Sehr schön. Aber ich wollte aber eigentlich Fließbänder haben. 200 Stück sollten reichen. So, rote Tränke, grüne Tränke, alles gut. Blaue Tränke vermutlich auch. Aber das überprüfe ich erst in 2 Folgen oder so. Wenn es da stockt. Die Lava-Geschichte muss ich mir später angucken. Auch wenn ich darauf ganz gerne bald umsteigen wollen würde. Wegen effektiver und so. Und das auch ohne mehr Smog zu produzieren. Also klar könnten wir in die Schmelzöfen ja auch rosa Module reintun. Aber dann produzieren wir dermaßen viel Smog, dass uns alles töten will. Und haben wir uns nur die da töten. Ja. Oh, genau. Sag ich doch. Können wir das Ganze mal live beobachten. Also die Türme kommen definitiv über die Mauer. Und sie könnten über noch 4 Mauern rüberschießen. Also eine 7-fach-Mauer ist machbar. Gut. Aber muss ja nicht unbedingt sein, hm? So, und jetzt sollte von hier Fließbänder nach oben gebracht werden. Okay. Ich mache die Kiste nicht kaputt, das könnte ich denken. So, hoch, 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 hoch. Ich hätte kurz gedacht, ach, du könntest ja das, die Kiste da einfach kaputt machen und dann die Fließbänder direkt anschließen, aber So, und wo fährst du jetzt lang? Du fährst einfach hier jetzt einen Knick. Das muss nicht gut aussehen, das muss nicht funktionieren. Du bist der Hauptarm. Du bist der Hauptarm. Du da kommst von der Seite auf den Hauptarm. So. So macht das mehr Sinn, okay? Dann jetzt von unten 2 schnelle Ärmchen ran und dann passt das. Ganz schnelle Ärmchen. Oh doch, wir können schon ganz schnelle Ärmchen. Bau mal bitte 2 ganz schnelle Ärmchen. Oh, stopp. Ein ganz schnelles ganzes Ärmchen und ein ganz schnelles halbes Ärmchen. Sauber. Die mag ich. Die sind so schnell, dass das Auge fast gar nicht mehr hinterherkommt. Du. Oh, und kein Strom. Und da kommt das Auge sehr gut hinterher, wenn sie sich nicht bewegen. So. Vor allem ist das Fließband fast durchgehend gefüllt. Also genau der Zustand, den ich eigentlich ganz gerne haben will. Das kann das Ding nur nicht ewig aufrechterhalten, aber das ist vollkommen okay. Jetzt kommt erstmal sehr, sehr viel Eisen. Und das ist schön, dass die ganzen Forschungsdinge auch schön durcharbeiten können. So, das war das eine. Also Eisen von unten nach oben bringen. Dann Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Wo ist meine Plantage? Das komische Grün ist unser Baumzeug. Das müssen wir jetzt mal angehen. Was ist mit... Wir haben kein Tool. Okay, bitte stell her. Head aus Steel, Handle aus Steel, Rod aus Steel, Craft. Nicht genau Stahl. Ist ein Argument. Ich guck mal kurz nach oben. Aber die anderen Sachen stauen sich hier sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. 200 Stahl. Tut mir leid, das ganze Eisen wird jetzt wieder verballert. Craft. So. Kupfer wird nicht genug hierher gebracht. Das gucken wir uns später auch noch an. Wobei, mangelt das wirklich an grünen Chips zum Beispiel gerade? Nee. Okay. Nee, dann will ich das auch gar nicht erhöhen. Also ich könnte jetzt den Output von den Kupferplatten erhöhen, indem ich das hier mit elektrischen Schmieden mache und so weiter und so weiter. Aber solange es funktioniert, lasse ich es, glaube ich, lieber so und mache das dann alles später mit der Lava. Wenn das Ding klappt. Genau. Ich wollte jetzt Bäume fällen. Bäume, Bäume, Bäume. Da oben. Ah nee, da unten auch. Wow, sehr schön. Dafür haben wir noch keine Fabrik, oder? Nee, ich glaube nicht. Also ein ganz simples Ding, wo man einfach nur in Resin reinpackt und Samen rauskommt. Kann ja mal nebenbei hier sowas bauen. Du da, mach das mal.
Brauche ich nur zwei Kisten, zwei Ärmchen und gut. Dann spare ich mir, dass das Spieleinventar da minutenlang ausgelastet ist, was nicht so toll ist. Apropos minutenlang Spieleinventar auslasten. Was baue ich denn mal nebenher? Bau mal Speed-Module, damit wir gelbe Fabriken bauen können. Und ich müsste gleich mal mein Eisen und Kupfer vor Ort und so weiter auffüllen und allgemein Inventar ausmisten. Weil wir haben so zwei angeschlagene Mauern dabei. Ja, das muss nicht unbedingt sein. So, können wir dann gleich eine gelbe Fabrik draus machen? Ach, können wir noch gar nicht. Jedenfalls die nächsten 2-3 Minuten nicht. Na gut, dann bist du jetzt meine... Und da ist du. Dann bist du jetzt meine komische Fabrik, die von da nach da Sachen macht. Und ich habe keine normalen Ärmchen dabei. Ja, ich muss definitiv mein Inventar aufstocken. Gib mir... Stell dich mal dahin. Kupfer. So. Eisen. So. Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Alles durchgehend proppevoll mit Eisen. Sehr schön. Und trotzdem reicht es nicht. Und die Ärmchen nehme ich mir direkt von oben aus der Ärmchen-Pufferkiste, die nicht mehr puffert, weil ja. Aber ist okay. Also ich klaue mir einfach hier direkt die Ärmchen. So, so, so. Fließbänder kann ich auch gebrauchen. Plastik und Batterien gib mir. Ist okay, so. Jetzt kann ich zurück zu meiner Baumgeschichte. Dahin. Und ich sehe noch ab und an blaue Tränke runtertrudeln. Also es scheint zu funktionieren. Nicht so super toll, aber... Achso, und Lasertürme sind auch sehr wichtig. Auch schön nebenbei produzieren. Ein Ärmchen da, ein Ärmchen da. Und du machst bitte... Oh Gott, wo sind die jetzt da? Warum? Ah, da. Okay. Resin. Speed-Module? Fragezeichen. Boah, alles Strom, ne? Ja, im Strom mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Wenn wir jetzt mit diesen Schmelzöfen, also den Lavaschmelzöfen und so weiter anfangen und die Biter mal einer größeren Welle kommen, das wäre bestimmt nicht so schön. So ein Akkupark, das hätte ich ganz gerne. So, wir können jetzt Dreiermaschinen bauen, das ist sehr, sehr gut. Wir könnten jetzt Filterärmchen bauen. Nee, die sind mir nicht so wichtig. Könnten noch schnellere Fabriken bauen. Dazu bräuchten wir aber blaue Chips. Noch schnellere Fließbänder. Schnellere Schmelzöfen. Nee. Flüssiges Zinn. Flüssiges Zink. Flüssiges Blei, flüssiges Gold. Ah, sehr schön. Ich will meine Goldstraßen. Goldplatten. Silber. Und noch viel heißere Lava. Achso, nee, das sind die Abkühlrezepte. Sehr schön. Also 2200 Grad heiße Lava. Einmal abkühlen macht 0,6 mal 2000 Grad heiße Lava. Okay. Und mir ist gerade eingefallen, das wird wohl doch kein Bug gewesen sein, dass die Lava so heiß ist. Das macht ja auch irgendwie Sinn, dass die Lava ziemlich heiß aus dem Boden kommt und dann abgekühlt werden muss. Und nicht, dass sie so lauwarm aus dem Boden geblubbert kommt und dann nochmal mit dem Bunsenbrenner ein bisschen aufgehitzt wird. Ne? Aber ja, gut. Trotzdem verstehe ich nicht, warum die Rezepte dann falsch rum waren. Aber gut. Aber das brauchen wir alles nicht. Also ich wüsste jetzt nicht sofort, wofür ich jetzt Blei brauche. Wir haben nicht mal Blei. Das Ganze in Fässer stecken bringt auch nichts, weil wir haben noch keine Fässer. Und wir haben keinen Tungsten, um Tungsten-Barrels herzustellen und keinen Tungsten-Stahl. Also das lassen wir auch mal. Dass sie diese Gussform. Lehm, Gear-Mold, Wire-Mold. Vor allem braucht das keine hellblauen Dinger. Das ist gut. Was ich allerdings auch ganz gerne hätte, wären diese Pollution Cleaning Module. Und die kosten ja fast gar nichts. Mach mal das. So.
Das Spiel hätte ruhig weiterlaufen können während der Forschungsgeschichte da. Fällt mir gerade ein, habe ich recht viel Zeit mit verbracht. Aber ja, ist auch wichtig. Oh, die roten Tränke werden richtig schnell weggefischt gerade. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, diesen Puffer zu erhöhen, dass bestimmte Fabriken oder Gebäude wie das hier zum Beispiel, dass da die Ärmchen mehr einlagern, also richtig randvoll machen, bis die Stack. Das war schnell. Bis die Stackgröße halt erreicht ist. Ja, okay. Pollution Cleaning Modul. Pollution minus 20%. Okay, kostet nur 50 rote Tränke. Mach mal. Wir haben es nicht mal geschafft, das eine Wäldchen abzubauen, haben dann einfach so die Forschung zwischendurch gemacht. Das ist sehr schön. Und das ganz ohne Speed-Module, die wir ja auch hier reinhauen könnten. So, gib mir mal das da und du kriegst dafür das da. Und ich baue den ganzen Wald jetzt einfach nochmal neu an. Sehr viel größer müsste der, glaube ich, auch nicht hier sein. Ich denke, den nächsten Wald setze ich lieber irgendwo anders hin. Nur für den Fall, dass der Effekt von den Bäumen mit der Anzahl an Bäumen in der Nähe abnimmt oder so. Keine Ahnung. Ich habe das Bedürfnis, diese Bäume abzureißen und durch meine zu ersetzen. Macht mich das zu einem schlechten Menschen? Also gut. Da. Ich bin ein Baumsist. Da. So. Jetzt habe ich zwei davon in meinem Inventar. Nee, komm. Was ist der lateinische Begriff für Baum? Egal. Du hast keinen Strom. Warum hast du keinen Anschluss? Da. Und warum hast du, wichtiger Knackpunkt hier unten, so einen doofen Pol? Und die Mauern hier sind ganz hoch? Ja, okay. Das. Die Bäume wachsen, das ist gut. Wie viel fehlt euch noch? Ein paar. Ja. So, hier haben wir jetzt 1400 Grad heiße Lava. Wie viel brauchten wir für 2000? Für Kupfer brauchen wir 1200. Für Eisen brauchen wir 1000. Oh, ich kann das recht schlecht erkennen, dieses Blau auf dem Rot-Gelben da. Das ist so. Also ja, 1600. Also die hier müssten wir erhitzen. Gucken wir uns das, wie die Rezepte da aussehen. 1600 braucht 0,8 mal 1400er Lava und flüssigen Sauerstoff. Und ich kann es nicht, weil es in einem komischen Ding gemacht wird. Ja, komisches Ding. Das ist sehr treffend. In der Zentrifuge wahrscheinlich. Pollution Producing Modul. Nein, danke. Pollution minus 40%. Nö. Erstmal nicht, danke. Die wollte ich nicht. Laser Turret Shooting Speed brauchen wir anscheinend nicht. Oil Processing. Wir haben zwar noch nicht so viel blaue Tränke hier, aber das sollte auch möglichst schnell gemacht werden. Mach das mal. Und währenddessen gucke ich mal, was die Zentrifuge hier braucht. Eisen. Ah, gut. Eisen nehme ich mir. Ich hätte echt irgendwo gerne so eine Riesenkiste voll mit Eisen, aber ist ein wenig utopisch momentan. Oh, es kommt kein Stein mehr an. Das ist auch nicht schön. Und wir haben kein Licht hier hinten. Das ist auch nicht schön. Es sind zu viele nicht schöne Sachen. Eins, zwei, drei. Da. Das heißt, die Jungs können weg. Und ich muss mir wieder irgendwo ein Steinfeld suchen und das hier anschließen. Weil das heißt nämlich auch, dass wir keine Steinzahnräder produzieren, dass wir keine Mauern produzieren. Und die Steinzahnräder sind wichtig für die roten Tränke und, ne? Gib mir Mauern. Gib mir ein paar von den Bricks da. So. Haben wir denn Steine noch irgendwo innerhalb der Basis? Was sagt die Karte? Das ist das Eisen. Das da könnte Stein sein. Ja, da hinten. Der wird sogar schon abgebaut.